Vor allen Dingen, wenn der Gegner sich halt auch nicht zu Schulden kommen lassen, ne? Was für wertvolle Zeit, denn. Schon wieder die gleiche Variante, Französisch. Vorstoßvariante. Pabre spielt mit, Julius spielt mit. Wunderbar. Bei uns im Team. Messbecher ist dabei, Thies Heinemann. Was wollte er denn versuchen? Er hat einfach die Zeit ablaufen lassen, einen Zug vom Matt. Da gibt es nichts zu versuchen. Das war vorbei. Was ist das denn? Ich spiele das irgendwie nicht so gut gerade. Ja, natürlich. Sollte ich auf H6 nehmen hier? Ah, F2 hängt einfach mal, ne? Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Schwachsinn, ey, wie er gespielt hat? Ach, Turm A2 geht noch. Nee, geht nicht. Vielleicht geht das, ich weiß nicht. Er kann hier rein, dann mache ich den. Decke 2, das hatte ich natürlich berechnet, sonst stehe ich einfach auf Verlust. Man kann auf C1 nehmen. Dame G7. Springer D3, Dame dahin. Dann habe ich Dauerschach. Springer C1, Dame G7, Springer A2, Dame H8, König E7. Das ist Dauerschach. Oder ich nehme den Turm auf A8. Also er muss eigentlich gegen Dame G7 was machen, dann komme ich mit dem Läufer raus. Und die Stellung ist nicht mehr so super. Okay, jetzt habe ich aber Läufer G5, dachte ich hier. Dame G7 will ich gar nicht, oder? Schön ist das alles nicht. Sofort den. Okay, das überrascht mich. Ich hätte eher G6 erwartet. Ja, die Stellung ist trotzdem richtig, richtig kacke. Springer D2, da tauschen, dann kriegt er so einen super Bauer. Das bringt alles nichts. Springer ins Spiel bringen. Was hat er gemacht? Dame D8. Okay, jetzt Springer D2 macht schon mehr Sinn. Naja, tauscht selbst. Okay. Ja, gewinnt ja aber einen Bauern damit. Das geht auch nicht. Turm B1. Ich habe einfach zig. Das lief richtig schlecht. C4 kann ich auch nicht so richtig machen. Ich würde gerne C4 machen. C4. Ja, der Bauer ist zu stark, ne? Der Bauer ist zu stark hier. D4 einfach und ja, muss ich probieren, auch wenn es kacke aussieht.
Das sieht hier nach Matt aus, aber gut, was soll ich machen? Auch Turm Schlicht G3 und solche Sachen. Idee ist auf D5, ja, vielleicht nimmt er raus. Ja, eher nicht. Das Problem ist, auch Turm G3 geht immer. Ich stehe total auf Verlust. Hab zwei Bauern weniger. Keine gute Partie. Okay, was gewinnt? Läufer D4? Ne, geht ja gar nicht, ist gefesselt. Turm. Wie kann er gewinnen hier am Osten? Ja, das habe ich mir so ein bisschen gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich nehme, dann nimmt er auf E4 natürlich, deswegen nehme ich da. Und jetzt hängt der Bauer hier, ne? Oh, Turm G2, König H. Ach nee. Was ist mit Turm A2? Turm G2, Läufer G2. Nehmen wir den erstmal. Wenn er auf G2 nimmt, jetzt hängt er bei F7. Ah, nee. Nee, Turm F8 kann er nicht spielen, wegen Turm C5. Jetzt habe ich ihn gefoppt. König C7. Dame D6, jetzt stehe ich auf Gewinn plötzlich. Ich war aber ein bisschen langsam hier. Wie setze ich Dame G3? Ne, Dame F6. Er denkt lange nach, ne? Er hat keinen Dauerschach. Mein König geht nach H2. Er kann den Bauern E5 gewinnen, aber das ist ein gewonnenes Endspiel. Ein Schach hat er nicht. Ich drohe jetzt hier die Damen zu tauschen. Dame F6, König G4. Ich sehe das matt nicht. Okay. Das ist matt. Ja, das war natürlich ein glücklicher Sieg.